Und das ist also ein Rezept für alle die, die auf krosser Haut stehen, die auf gleichmäßige Garergebnisse stehen und die vielleicht auch, sage ich mal, jetzt einen Balkon haben, nicht so viele Möglichkeiten haben oder die zu Hause sagen, ich möchte jetzt mein Huhn servieren und habe nur noch von mir aus einen Ofen da. Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir gemeinsam ein Sous-Vide-Huhn mit einer super knusprigen und perfekten Haut. Viel Spaß! Hier liegt ein prächtiges Kikok-Huhn. Wie viel wiegt das? 1,3, 1,4 Kilo? Ja, so eine Standardgröße. Ja. Wichtig auch da, kann man nicht oft genug sagen. Ihr seht es, gelbe Haut. Wenn ihr die Marke Kikok bekommen könnt, besorgt es euch. Wir können auch vielleicht sonst verlinken, wo man sowas kaufen kann. Fakt ist auf jeden Fall, sowas ist immer Qualitätsstufe. Qualitätsmäßig Qualitätsstufe ist das schon ganz hochwertig. Genau. Nein, es ist hochwertiges Hühnchenfleisch und hat den großen Vorteil, dass es immer schön saftig bleibt. Ja. Ne? Also es verzeiht auch mal den einen oder anderen Fehler, wenn man die Temperatur nicht richtig trifft. Wie bei allen Gerichten von uns, besorgt euch ein gutes Grundprodukt. Genau. Gibt es übrigens bei Carsten hier unter uns, Fleischerer Scheller zum Beispiel. Genau. Ist, hier, guck mal. Es ist ja eine klassische Maispoulade, wenn man so will. Dieses französische Label Rouge. Ist auch fantastisch von der Qualität, ne? Muss man so sagen. Aber das, mittlerweile setzt sich das auch durch. Also man kann es häufiger finden, bezahlt dafür auch eine Mark mehr, aber... Es schmeckt halt auch besser und wird saftiger, ist wirklich so. Diese ganz normalen Standarddinger sind aufgespritzt mit Wasser und verlieren entsprechend viel. Das ist schon was anderes. Genau. So, und jetzt machen wir Folgendes, und zwar, wir wollen später, und da möchte ich auch meinem Ruf gerecht werden, dass ich immer die Spannung möglichst hoch halte und dann am Ende die Latte ganz auflösen, hoch ansetzen, ne? Die Latte hoch ansetzen, genau. Wir machen es nicht auf dem Smoker, der läuft hier noch aus dem anderen Gericht. Ja, das, den denken dazu wir uns dann, jetzt weg. Den denken wir uns mal weg. Sondern wir werden nachher einen Torpedo rausholen, der wirklich eine richtig gute Haut zaubern wird. Da bin ich sehr überzeugt von. Deswegen seid da sehr gespannt. Aber im ersten Step haben wir uns überlegt, wir machen so wie bei der Ente damals. Ja, Sous-Vide. Genau, wir haben, gut, dass du es einleitest. Ich dachte, du willst jetzt darauf hinaus, dass du es erstmal ein bisschen auseinanderschneidest. Das mache ich erst gleich. Das machen wir gleich. Die brachialen Sachen kommen erst gleich. Wir werden das Huhn heute Sous-Vide vorgaren, denn wir haben mit der Ente sehr gute Erfahrungen gemacht. Wer das Video nicht kennt, wir verlinken das auf jeden Fall in der Infobox, eventuell hier oben auch in Infokarten. Gerne, wenn eventuell ich dann denke. Auch das. Mag ich das? Sous-Vide-Ente hammermäßig geklappt, das heißt im Sous-Vide-Garer vorgaren. Beim Huhn werden wir 70 Grad anpeilen, dann ist es schon soweit ganz gut durchgegart und die letzten paar Grad kriegt es dann auf dem Grill, denn es wird nach dem Sous-Vide-Garen Vollgas auf dem Grill nochmal bei maximaler Hitze raufgelegt, indirekt natürlich, um dann eine krosse Haut zu kriegen. Genau, und das ist also ein Rezept für alle die, die auf krosser Haut stehen, die auf gleichmäßige Garergebnisse stehen und die vielleicht auch, sage ich mal, jetzt einen Balkon haben, nicht so viele Möglichkeiten haben oder die zu Hause sagen, ich möchte jetzt mein Huhn servieren und habe nur noch von mir aus einen Ofen da. Ja, habe ich natürlich nicht laut gesagt. Ja, ja. Oder wer einfach keinen Bock hat, in der Kälte so lange zu stehen. So wie wir heute. So, jetzt sieh zu hier. Okay, also bei diesem Huhn machen wir es wie folgt. Wir machen einen Roadkill-Chicken aus einem bestimmten Grund. Dann habe ich später die Fläche gleichmäßig vom Huhn. Ich kann es gleichmäßiger garen. Und ich habe schon mal einen Knochen weniger drin. Haben wir vor kurzem auch mal im Livestream gemacht. Roadkill-Chicken. Und dazu wird hier oben einfach die, hier kann man es besser sehen von hinten, die Wirbelsäule rausgeschnitten. Hier ist der Bürzel. Gibt sowieso komischen Geschmack. Ja. Und ich gehe jetzt hier einmal durch und trenne auf beiden Seiten quasi mit einer Geflügelschere einmal ab. Das hört sich brutal an, ist es auch irgendwie ein Stück weit. Ist es auch, ja. Aber wenn du es dann hinter dir hast, ist es in Ordnung. Dann kriegt man das nämlich ganz gut auseinandergefächert. So, und jetzt drehe ich das Hähnchen um. Leg's so vor mich. So, dann auch mal ordentlich hinlegen. Hier vorne. Und dann mit leichtem Gewicht von oben. Oh, das Geräusch ist so schön nicht. So. Aber ja, es hat auch den riesen Vorteil, wenn wir es später indirekt brutzeln. Ne? Wir legen es dann quasi auf diese Knochenseite, wenn man so will, und haben die komplette Haut oben und kriegen entsprechend richtig toll die Hitze an die Haut. Ne? Und man kann es auch viel besser auslösen. Wir haben das mal auch vor, ja, mittlerweile schon etwas über ein Jahr her, mit Axel Schulz gemacht sogar, dieses Rezept. Mhm. Da haben wir es dann direkt gegrillt, geht auch. Aber ich finde das tatsächlich für mich persönlich das die schönste Methode, Hähnchen zuzubereiten, weil man einfach tolle Ergebnisse erzielt. Ja. Gut, würzen. Ja, genau. Gewürztechnisch lassen wir uns heute nicht lumpen und greifen zu dem edelsten Produkt, was wir finden konnten. Unser Magic Smoke Gewürz. Wie kann es anders sein? Ja, das kannst du. Passt hervorragend auch zu Hähnchen. Wer noch Hashtag Smoke zu Hause hat, auch Hashtag Smoke. Hammermäßig auf Huhn haben wir im Livestream gemacht. Schmeckt einfach nur gut. Willst du mal einmal mit deinen Huhnhänden so ein bisschen drücken? Ich habe so Hühnerhände jetzt. Hier haben wir halt ein bisschen Paprika noch drin und dieses Rauchige auch und so. Ist geil, das schmeckt einfach, ne? Ja.
Ihr könnt jedes Gewürz nehmen, auf das ihr natürlich Bock habt. Wobei von hier, naja, komm, ein bisschen doch, hier da das muss Fleisch. Schon ein bisschen. Ja, ja. So ein bisschen machen wir hier auch. Und auch hier, na, übrigens, bretttechnisch, wenn du jetzt ein Holzbrett hast und das machst, geht auch. Danach einfach einmal ordentlich abwaschen, dann ist das auch in Ordnung. Aber man soll ja immer bei Hähnchen und Co. ein bisschen feuchtiger sein und ab und zu nehmen wir dann immer unser Plastikbrett. Ja. Wobei ich gelesen oder meine zu wissen, dass Holz sogar fast noch hygienischer ist. Man muss es waschen genauso wie das. Sei es drum, ihr macht das, wie ihr es für richtig haltet. Genau. Du kannst es schon da reinmachen. Vorher will ich noch eine Sache machen. Wichtig. Und zwar will ich die Temperatur mal mitmessen, denn vielleicht wisst ihr das, wir haben mittlerweile diesen Mietzig hier recht viel in Benutzung. Und das Coole ist, dadurch, dass das wasserdicht ist, dann wollte man einen Versuch starten. Den in der Brust versenken und dann mal mitmessen, um nicht nur einfach eine Angabe für Sous Vide zu geben, sondern wirklich zu wissen, wie viel Grad haben wir nach welcher Zeit. Und das schreiben wir nachher auf den Block runter. Dann könnt ihr es quasi auch ohne Stick so nachmachen, aber da haben wir mal einen genauen Wert. Finde ich persönlich ziemlich cool, weil normalerweise sagt man so, für 1 Zentimeter Fleischdecke brauchst du so eine Stunde. Und wir können jetzt quasi erstmalig überprüfen, ob das wirklich so ist. Deswegen versenke ich den hier ganz unbeherzt vorne in der Brust. Ich laufe hier auch schon. Und dann messen wir einfach mal mit, dann wissen wir es. Vielleicht sind wir super. Dann schon ein bisschen früher fertig als gedacht. Okay. Hier ist der Beutel. Da wird das Tier jetzt eingeschweißt. Hier ist unser Becken. 70 Grad heiß. Sous-Vide, Stick da oben ist schon drin. Genau. Und das heißt, wir versenken es jetzt und werden euch danach mal die Zeit sagen, wie lange es denn wirklich gedauert hat. Weil wir sehen uns erst wieder, wenn das Huhn 70 Grad heiß hat. So machen wir. Meine Meatstick-App sagt mir jetzt gerade genau 2 Stunden, 11 Minuten und 45 Sekunden. Ich kann aber sagen, dass wir schon nach einer Stunde und 54 Minuten circa bei 69,5 Grad waren in der Anzeige. Und heißer wird es auch nicht mehr, denn unsere Temperatur vom Becken, vom Wasserbad, schwankt zwischen 69 und 70 Grad. Im Mittel liegt es bei 69,5. Ich finde es mega interessant, dass man es sehen kann. Ich finde auch den Graphen interessant. Genau, guck mal, wenn man den Graphen mal anguckt, sieht man das auch sehr gut. Wir haben hier eine relativ schnelle Steigerung der Temperatur im Huhn und nähern uns dann irgendwann diesen 70 Grad an und dann haben wir hier oben so eine Konstante. Ja. Also, ja, so hatte ich es mir vorgestellt. Was übrigens auch dafür spricht, wenn du jetzt eine Feier oder so hast oder mehrere Leute begrillen willst, dann weißt du, dein Fleisch bleibt konstant bei der Temperatur. Es geht ja nicht mehr über die 70 Grad hinweg. Und so kann man halt auch, sage ich mal, mehrere Speisen vorhalten, weil wir kriegen ab und zu die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt Gäste habe und zum Beispiel 20 Steaks auf einmal grillen möchte. Ist das eine tolle Methode und das sieht man im Graphen sehr gut. Ich fand das sehr spannend, mal mit dem Stick zu überprüfen. Ist das, ne? Und ich hätte gedacht, es dauert wesentlich länger. Ich hätte eher mit 3 Stunden gerechnet bei einem ganzen Huhn. Aber Stunde 50 ist die Zahl, dann ist so ein Gockel fertig Sous Vide gegart. Ja. Also wer so einen Stick hat, kann es dann auch mal mitprüfen quasi. Und kann auf Nummer sicher gehen. Ja. Das macht einen sehr guten Eindruck, muss ich schon sagen. Einen guten Eindruck. Johannes, muss ich dich loben. Danke. War eine gute Idee, das mal mitzumessen. Ich habe das Sous-Vide-Becken ausgemacht. Du packst das in Ruhe aus, ja? Ich will mal kurz vielleicht schon mal erwähnen, was wir hinter uns stehen haben. Wir haben hier nämlich die Rakete stehen, wie du es vorhin genannt hast. Oh, unseren ja. Severin Sevo Elektrogrill. Der hat zwar nur, also der hat 2 Brenner drin, aber der eine Brenner bzw. Heizstab, die Heizspirale geht über die ganze Fläche, die zweite über eine halbe Fläche, ist aber nur dafür da, um von 320 auf 500 Grad heizen zu können, was aber auch nur mit offenem Deckel geht. So wie wir ihn jetzt haben, 320 Grad ist Max. Und man könnte jetzt denken, ah, so ein Huhn, das kann doch nicht klappen, weil wir haben hier nur direkte Hitze. Ich sage euch, es wird klappen und wir werden hier gleich eine richtig geniale, krosse Haut drauf kriegen. Ja. Es kann sein, dass wir unterwärts auf der Knochenseite durch die heißen Roste, die jetzt natürlich drin liegen, hätten wir übrigens vorher rausnehmen können und dann kalt mit reinlegen können, die Roste. Stimmt, das ist immer ein extra Trick. Aber so wird es sicherlich unten ein bisschen dunkler werden, was aber nichts macht, weil, ja, die Knochen esse ich seltenst mit beim Huhn. So, jetzt guck mal hier. Ich habe es ein bisschen abgetupft. Ich bin auch extra vorsichtig, weil es soll jetzt noch eine richtig schöne Kruste bekommen. Ja. Und ich finde es übrigens spannend, weil aus der Community heraus gibt es tatsächlich einige, die den Sevo auch zu Hause haben und ihn genauso feiern wie wir. Er hat uns jetzt ja schon etwas über ein Jahr begleitet. Wir haben sogar schon Pulled Pork drauf gemacht. Low and Slow ist kein Problem. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit dem Huhn 320 Grad Vollgas. Also wir werden es jetzt mal richtig schön brutzeln. Wie gesagt, wir machen jetzt noch das Finish oben drauf. Da geht es halt um die Temperatur. Ja, ich schätze, das dauert vielleicht 10 Minuten, wenn es gut läuft. Mach mal auf da. Komm, schnell rauf. So, mein Freund. Wir sehen uns gleich wieder. Und zu. Ja. Bin gespannt. We'll be right back.
10 Minuten, Viertelstunde später. Ich habe gerade einen Blick riskiert, Leute. 3, 2, 1, Mainz. Herrlich. Ja, wirklich, das war gerade wie so eine Werbung. Der kommt so raus aus dem Bein. Ja, sehr gut. Falls ihr euch übrigens fragt, was das für ein Dampf ist bei dem Elektrogrill, muss man immer unten in die Schale so ein bisschen Wasser machen, Flüssigkeit. Man muss vor allen Dingen aufpassen, dass man das Hühnchen dann noch gelöst bekommt. Ja. Ich will mal gucken, ob es unten drunter sehr dunkel geworden ist oder ob es sich in Grenzen hält. Guck mal, geht wie das klar, geht voll. Alter. Habt ihr gerade Corby gehört von der Seite, Alter? Junge, das ist ein traumhafter Gockel. Aber ohne Witz, so muss es ja auch aussehen. Haut, ne? Boah, guck und mal hier. Das Coole ist beim Sous-Vide, das Hühnchen wird jetzt zerfallen, es wird super saftig sein. Oh. Es hat eine tolle Kruste. Du hast konzentrierten Geschmack, also eigentlich alles, was du willst. Und das Teil hier hat wieder richtig Gas gegeben, ne? Ich habe eine Vermutung, es wird richtig gut schmecken. Vermute ich. Ohne es je probiert zu haben, vermute ich, dass es so gut schmecken wird. Ey, hier. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Alter. Ich muss nichts machen, ne? Das Thema ist durch. Ich schneide Freunde, hier. Wenn ihr mehr Sous-Vide sehen wollt, ne? Wollen wir an der Stelle das Entenvideo auch nochmal hier groß verlinken? Gerne, das Sous-Vide-Entenvideo. Ja. Das Sous-Vide-Entenvideo, worauf wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, auch das Huhn zu machen, das verlinken wir euch jetzt nochmal. Das könnt ihr euch gerne angucken. Ey, ja. Guckt aber, Alter, guckt bei der Brust bin ich gespannt. Ich schneide die mal großzügig hier runter. Alter, ist dieser Fisch. Guck mal. Und das ist wirklich der Riesenvorteil von Sous-Vide, ne? Normalerweise gart ja die Brust schneller als der Schenkel oder umgekehrt. Spielt hier aber keine Rolle, weil beides hatte 70 Grad und ist jetzt auf dem Punkt bei gut 75 Grad. Ne? Seht ihr das? Das ist hier all in, game over. Also das ist wirklich game over, Möwe. Das ist wirklich, ich bin begeistert. Ich werde mal ein paar Stück probieren. Ich beglückwünsche dich jetzt schon. Ja, okay. Ich persönlich werde Huhn so in der Form, wenn ich sage, ich brauche einen Huhn auf dem Punkt knusprig, werde ich es nicht mehr anders machen. Oh. Es ist wirklich der absolute Hammer. Macht's nach. Daumen hoch, Abo dalassen. Gern was Freudiges in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Corby, du darfst jetzt auch essen. Und ich nicht, oder was? Nee, du nicht alles. Du musst Huhn. Es ist, alter Schwede. Ich schneide mal so ein Stück davon ab hier. Alex, pass auf. Boah, das sieht so geil aus. Alter, pass auf. Boah.